Geht jetzt alles den Bach runter? Das fragen sich zahlreiche Mitglieder der Haagsheide Kirchengemeinde. Der Grund? Gunnar Urbach geht. Und auch einige Gottesdienste und Veranstaltungen soll es bald nicht mehr geben. Für die Mitglieder eine Katastrophe. Und deshalb machen sie jetzt mobil. Die Kirche fest im Blick sind Oliver Frank und Frank Groß entschlossen zu kämpfen. Für eine lebendige Gemeinde, in der sich gekümmert wird und Menschen zusammenkommen. Angefangen bei den ganz Kleinen, den Kindern. Und für deren Gottesdienst sammeln sie Unterschriften, denn der scheint in Gefahr zu sein. Wir haben festgestellt auf einer Kirchenvorstandsversammlung, dass es nicht so aussieht, als wenn nach dem Weggang von Pastor Gunnar Urbach großes Interesse daran besteht, den Kindergottesdienst in seiner jetzigen Form zu erhalten. Und haben uns dann entschieden, halt für die Kinder halt das zu organisieren. Schon seit Weihnachten sammeln die Gemeindemitglieder Unterschriften. Bisher sind rund 150 zusammengekommen. Am 20. Januar wollen sie die Listen an den Kirchenvorstand übergeben. Doch ob das überhaupt nötig ist? Auf dem Neujahrsempfang der Norderstedter Kirchen äußerte sich Christina Dunker zu der Befürchtung der Gemeindemitglieder. Der Gottesdienst wird weiterhin für Kinder stattfinden. Wir werden mit den Teams, vom Kindergottesdienst gibt es ein ehrenamtliches Team, das ja immer mit Herrn Urbach durchgeführt hat. Und wir haben ja noch eine andere Gottesdienstform für Kinder, die Kirche mit Kindern oder Kinderkirche, die am Albert-Schweitzer-Haus immer stattgefunden hat. Und mit beiden Teams treffe ich mich jetzt Ende Januar und dann gehen wir in das Gespräch miteinander, um da auch eine neue Möglichkeit zu finden. Doch der Kindergottesdienst ist nicht der einzige Sorgenfall der Kirchgänger. Auch die zahlreichen von Gunnar Urbach organisierten Veranstaltungen sollen so in Zukunft nicht mehr stattfinden. Ein Aus für das Kirchencafé wird befürchtet. Die Ängste sind da, dass das Gemeindeleben hier zusammenbricht. Das Kirchencafé ist ein kultureller Treffpunkt mit dem Mittagstisch, gerade mit dem Mittagstisch. Es treffen sich viele Menschen, die sonst alleine essen würden, wo sich hier Freundschaften gefunden haben. Und was eben auch gut zu beobachten ist, wenn mal einer fehlt, es wird hinterher telefoniert. Was ist mit dir los? Warum fehlst du? Also man kümmert sich untereinander auch. Und das ist eben das Schöne. Und wenn dieser kulturelle Anlaufpunkt hier verschwindet, ist das schon sehr traurig. Laut Pastorin soll das Kirchencafé bis zum 30. Juni in seiner jetzigen Form weitergeführt werden. Wie es danach aussieht, ist noch nicht geklärt. Die Gemeinde weiß, dass wir dort am Suchen sind, wie es weitergehen kann. Der Kirchenvorstand weiß um die soziale Bedeutung des Kirchencafés, möchte diese soziale Funktion auch in jedem Fall erhalten. Finanziell, so wie es im Moment aussieht, wird es ganz, ganz schwierig. Finanzielle Einschränkungen sind auch die Begründung für den Ausfall anderer Veranstaltungen. Ganz können das die Gemeindemitglieder nicht verstehen. Sie hoffen deshalb, schnell beim Kirchenvorstand Gehör zu finden, damit die Falkenbergkirche weiterhin lebendig bleibt. Auf der Streichliste der Kirchengemeinde soll auch der Blaulichtgottesdienst stehen. Ausfallen wird 2011 auch das Sommerspektakel. Das liegt allerdings an der Landesgartenschau und nicht am Sparkurs.